Ja, danke schön. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt hier eine Konkurrenzveranstaltung ist hier zu Duisburg. So habe ich das eigentlich gar nicht gesehen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, alle werden nachher merken, dass ich sehr froh darüber bin, dass Duisburg auch endlich am Start ist, wie manche andere Kommunen auch. Denn der Vortrag steht ja unter dem Titel Das langsame Erwachen der Daten, nicht der Macht, aber der Daten oder der Macht der Daten, wie man auch immer will. Und ich erzähle ein bisschen was über das Mörser-Projekt und ja, letztendlich was inzwischen daraus erwachsen ist. Und vielleicht ein Satz zu meiner Person. Ich selbst bin seit 2018 Beigeordneter bei der Stadt Mörs, unter anderem zuständig auch für die Digitalisierung, den Bereich, den ich vorher schon in meiner eigentlichen Funktion als CDO gemacht habe, für den wir jetzt ein guten Nachfolger gefunden haben und der leider aber heute stimmmäßig ausgefallen ist. Deswegen bin ich schnell noch eingesprungen und erzähle einfach ein bisschen was über Mörs und das, was in Deutschland passiert oder auch nicht passiert im Bereich Open Data. Ich habe ein Einstiegsbild, das darf Sie gar nicht verwirren, das hat natürlich nichts mit Open Data im engeren Sinne zu tun. Die das Bild schon mal gesehen haben, sagen besser nichts. Kann einer irgendwie erraten, was auf dem Bild zu sehen ist? Irgendeine Idee mit Mörs verbunden? Ah, okay, genau. Es ist tatsächlich ein Bild aus den späten 70ern. Den Zaun, den man damals noch hatte, um das Freigelände, das es damals noch gab. Und meine These, die ich jetzt mal einfach vorausschicke, ist einfach, ohne das Mörs-Festival wäre Mörs nicht schneller gewesen als Duisburg. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, kläre aber jetzt schon mal auf, dass der junge Herr, der rechts über den Zaun blickt, der aktuelle künstlerische Leiter des Festivals ist. Also der hat schon quasi zu sehr jungen Jahren Festivalluft geschnuppert, der Tim Isford. Das Bild haben wir zufällig entdeckt in den alten Schatullen und das ist der Rest der Familie Isford, die da zu sehen ist. Aber dazu kommen wir vielleicht ganz am Ende nochmal. Ich möchte das Thema ganz kurz einordnen, aber wirklich ganz kurz. Also wir reden eigentlich über einen Teilbereich von Open Government, also den Bereich der Öffnung der Verwaltung, ganz heißes Thema in den letzten Jahren, sehr stark geprägt am Anfang vom Begriff E-Partizipation, also der Online-Bürgerbeteiligung und dann relativ zügig dann auch über das Thema Open Government Data, über das wir heute sprechen. Es gibt noch so ein paar andere Bausteine, offener Haushalt unten links, oder eben Open Innovation, das spielt so ein bisschen rein in das Thema, das hier heute auch schon da war, das Thema LoRaWAN, zumindest wenn man es so angeht, wie Mörs es angegangen ist. Früher gab es das eher nur bei Lego, da haben dann die Leute sozusagen mitentwickelt, was hinterher in den Spielzimmern zu finden war. Aber es gibt es mittlerweile tatsächlich auch in der Verwaltung, die offene Innovationsarbeit. Wer noch nicht genau weiß, was Open Data überhaupt ist, ein kurzes Erklärbild. Es steht alles unter dem Stichwort, alles muss raus, also alle Daten müssen raus und zwar zum 0-Euro-Preis, also kostenlos. Eine ganz wichtige Voraussetzung für Open Data, was Verwaltung relativ, an relativ vielen Stellen schon vor Probleme gestellt hat. Aber die anderen Adjektive, die sozusagen auch eine Rolle spielen, sind alle relativ schwierig für eine Verwaltung zu verstehen, jedenfalls die meisten. Also zeitnah, gut, das mag ja in manchen Dingen noch funktionieren, aber lizenzfrei, da fängt schon an, ist irgendwas rechtlich Problematisches vielleicht. Daten vollständig rauszugeben, ist eigentlich der Super-GAU für Verwaltung und Politik an vielen Stellen. Ich habe gleich vielleicht nochmal ein Beispiel dabei, offene Formate zu nutzen oder anzubieten, strukturierte Daten, gut, das passt noch irgendwie, weil wir doch mittlerweile auch mit Excel arbeiten bei der Verwaltung, aber die Maschinenlesbarkeit, also das, was Entwickler, Entwicklerinnen am Ende wirklich interessiert, alles so Punkte, die so ein Thema erstmal techniklastig erscheinen lassen, aber auch für eine Verwaltung relativ schwierig erscheinen lassen. Und deswegen habe ich auch so ein Halloween-Bild nochmal mitgebracht. Dieses Thema Open Data hat relativ viele Verwaltungen ja, mit großen Ängsten erfüllt. Deswegen sind wir auch noch nicht so weit, wie ich es mir gewünscht hätte. Es gibt so ein paar Faktoren, die immer wieder genannt werden, die aber relativ, ja, ich nenne es mal hier in der vertrauten Runde, relativ schwachsinnig sind.
den man relativ leicht begegnen kann. Also einmal das Problem der Missbrauch der Daten. Wenn ich Daten ins Internet stelle, dann nimmt die sich irgendeiner, ein Rechtsradikaler zum Beispiel, Migrantenanteil in Mörser Stadtteil und erklärt der Welt, wie schlimm Mörs ist und dass man doch die, wie heißt die Partei, weiß ich nicht mehr, wählen sollte. Also sowas kursiert ganz schnell, wenn man Daten rausgibt. Dass man dann auch die Deutungshoheit verliert, dass man also als Stadt nicht mehr vorgibt, wie Daten zu interpretieren sind, damit haben auch viele Leute Schwierigkeiten. Datenschutzprobleme gibt es immer. Egal was ich mache bei der Verwaltung, Datenschutz spielt immer eine große Rolle. Zu Recht, muss man dazu sagen, aber die Daten, die wir rausgeben, sind in aller Regel per se, per Definition schon relativ unproblematisch. Rechtliche Unsicherheiten beziehen sich hauptsächlich auf Lizenzgeschichten, die am Anfang die Diskussion sehr stark dominiert haben und eben Einnahmenverluste hat keine Kommune, weder Duisburg noch Mörs. Wir haben alle kein Geld, wir verzichten ungern auf Einnahmen, aber wir haben mit Daten auch extrem wenig Einnahmen erzielt. Also im Geodatenbereich ist es etwas anders, aber die liegen, was Mörs angeht, beim Kreis Wesel, weil wir kreisangehörige Stadt sind. Da gibt es aber mittlerweile glücklicherweise Commitments auch auf Landesebene und Bundesebene, die das Thema vom Tisch geholt haben. Aber das sind alles so Faktoren, die es schwer gemacht haben, ein Thema wie Open Data in die Verwaltung zu tragen. Wenn man mal genauer hinterguckt, was eigentlich da passiert ist vor den vielen Jahren, in denen wir angefangen haben, warum hat der Kämmerer in Mörs sich zum Beispiel am Anfang gesperrt und gesagt, nee, den Haushalt kriegt er nicht als Open Data? Der hat nicht verstanden, nichts gegen den Kämmerer, ist ein ganz lieber Kollege, aber der hat nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Nämlich das, was wir sowieso schon machen, den Haushaltsplan als PDF komplett zur Verfügung zu stellen, nochmal als XML in dem Fall zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Was macht das eine schlimmer als das andere? Dann habe ich eben das Bild von offenerhaushalt.de, ich weiß nicht, wer diese Plattform kennt, also die Visualisierung von Haushaltsdaten des Bundes damals, mittlerweile auch von einigen Kommunen, gezeigt und gesagt, so, das kommt raus, wenn man Entwicklern die Rohdaten zur Verfügung stellt, maschinenlesbare Formate anbietet, dann kommt am Ende ein Haushalt raus, den jeder Mensch in Deutschland besser versteht als deine PDF-Dateien. Das hat ihn tatsächlich überzeugt und dann hatten wir 2 Tage später den Haushalt online als Open Data. Aber das sind so dieser Kulturwandel, damit irgendwelche komischen Hacker fangen an, mit den Daten was zu machen, weil ich gar nicht will. Das kann man an ganz vielen Stellen relativ gut aushebeln. Dennoch ist Open Data, meine Schriftfolien, ein relativ schwieriges Thema für eine Verwaltung, weil wir jetzt auf einmal proaktiv Daten bereitstellen. Das ist jedenfalls der Grundsatz, den wir in Mörs getroffen haben. Wir stellen die Daten raus, ob wir es vorher wollten oder nicht. Sondern der Grundsatz ist, möglichst alles. Das heißt, wir veröffentlichen auch Daten, für die wir eigentlich ursprünglich nie ein Veröffentlichungsinteresse gehabt haben, sondern einfach nur, weil wir den Grundsatz beschlossen haben. Wir müssen natürlich Arbeitsprozesse anpassen, weil Daten teilweise aufbereitet werden müssen, damit sie als Open Data überhaupt gelten, also Formate, Excel in CSV-Datei verwandeln und solche Sachen oder bestimmte Geoformate konvertieren in GeoJSON oder anderes. So, und sozusagen das Kritischste ist eigentlich, dass wir sagen, es muss schon extrem gute Gründe geben, und zwar definierte Gründe, warum wir Daten nicht zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel, wenn uns die Daten gar nicht gehören. Also wir könnten nicht die Geodaten des Kreises zum Beispiel rausgeben und sagen, hier habt ihr alles als Open Data, das wäre sozusagen rechtlich ein bisschen schwierig gewesen. Aber wir sagen, nur weil du als Datenbesitzer bei uns im Hause ein schlechtes Gefühl hast, so nach dem Motto, das gefällt mir aber gar nicht, das ist kein Grund, den wir mehr akzeptieren. Du gibst uns die Daten auf jeden Fall. So, und es hat sich gezeigt, dass in aller Regel oder bisher überhaupt, auch deutschlandweit, es noch gar keine Probleme damit gegeben hat. Ein Beispiel vielleicht, die Schulstatistik für Mörs. Das ist umfangreiche CSV-Excel-Dateien, die sehr minutiös aufzeigen, wie zum Beispiel Schulwechselquoten von Grundschulen zu weiterführenden Schulen sind. Das heißt, man kann relativ schnell erkennen, wenn man ein bisschen pfiffig ist, dass von bestimmten Schulen weniger Kinder zum Gymnasium gehen. Die Daten wollte man nicht rausgeben.
Man hatte Angst vor irgendeiner wilden Diskussion über die Schulen und dann gibt es die Konkurrenzsituation, weil es ja keine Schulbezirke mehr gibt in NRW. All das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Wir haben die Daten rausgegeben und ich weiß aus gut unterrichteten Kreisen, dass im Moment ein sehr schönes Datenprojekt auf Basis solcher Daten in Entwicklung ist, was einfach eine erhebliche Transparenz schafft für Eltern, die zum Beispiel sich eine Schule aussuchen wollen. Bisher ist das alles gut gegangen, aber es ist ein Zeichen, das ist ein Thema, das man nur angehen kann, wenn man grundsätzlich sagt, wir geben alle Daten raus. Kurzer Blick in die Historie, das war sozusagen unser allererstes Datenportal noch im Redaktionssystem der Mörser Webseite. Wir sind 2012 mit dem Projekt mit der Hochschule Rhein-Waal gestartet. Ein paar Studis habe ich durch die Gänge geschickt und habe gesagt, frag mal, wo die Daten alle stecken bei uns in Mörs und gib mir mal ein Feedback, ob die Leute auch bereit sind, die rauszugeben. So, dann hat der Bund uns angesprochen, hat gesagt, wir starten bald mit GovData, dem bundesweiten Datenportal. Wäre Mörs dabei? Wir haben gehört, ihr beschäftigt euch irgendwie damit. Dann haben wir gesagt, okay, das ist sehr sportlich. Wann wollt ihr anfangen? 15.02. Und das hat dazu geführt, dass wir echt einen Weltmeisterlauf gemacht haben bei der Stadt Mörs. Wir haben also am 29.01. im Verwaltungsvorstand den Beschluss gefasst, die Daten rauszugeben, also einen Grundsatzbeschluss zu OpenData, und haben dann knapp 2 Wochen später die ersten 30 Datensätze publiziert. Das ist echt ein Sprint für die Verwaltung. Man sieht in anderen Städten, ich sage jetzt nicht wo, aber in anderen Städten dauert es manchmal ein bisschen länger. Und wir haben es auch nie bereut, aber das wird man ja gleich noch sehen. Wir sind von Anfang an in Kooperation mit dem Bundesdatenportal und seitdem es ein Landesdatenportal gibt, machen wir da auch natürlich mit. Und zwar automatisiert, ohne großen zusätzlichen Aufwand, weil das alles geharvestet wird, technisch gesehen. So, und wir nutzen, seitdem sie raus ist, die Datenlizenz Deutschland 2.0.0. Das heißt, wir verlangen von denen, die die Daten nutzen, gar nichts mehr. Die müssen noch nicht mal mehr die Quelle angeben. Also eigentlich ist es eine CC0-Lizenz. Da wir uns in Deutschland bewegen und CC nicht so richtig passt auf deutsches Recht, haben wir dann die Datenlizenz Deutschland genommen. Aber eigentlich sind die Daten völlig frei. So, aktuell haben wir ein Screenshot von heute, 339 Datensätze, also ein bisschen mehr als Duisburg und auch weniger PDF. Aber auch wir haben ja mit 30 Datensätzen angefangen und Duisburg ist aus einem super Weg. Von der Plattform her und vom Angang her und auch von den Daten, die drin sind, die sehr spannend sind, auch teilweise in sehr guten Formaten. Also kann ich nur sagen, super, wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich hier eine tolle Region. Das ist übrigens auch kein Mörser-Datenportal alleine, sondern wir nutzen eins im kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, in dem mittlerweile 13 Kommunenkreise mitmachen und Daten einspielen. Da sind also fast 1000 Datensätze mittlerweile drin, was schon mal super ist. Aus unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung, man sieht so ein paar Kategorien von Bevölkerung über Bildung, Wissen, Kultur, Verkehr und alles mögliche, Geodaten, ganz viele. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Basis, mit der man arbeiten kann. Das Problem ist, ich habe mal so eine aktuelle Karte von der Bertelsmann Stiftung mitgebracht. Das ist im Moment Open Data in Deutschland. Ich glaube, aktuell sind es von der kommunalen Seite rund 80 Städte von 10.848 aktuell, die Open Data machen. Und das meine ich letztendlich auch mit dem langsamen Erwachen der Daten. Das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man sieht, dass wir schon seit 2013 missionieren. Also ich bin relativ viel unterwegs und habe versucht, anderen Kommunen das anzutragen, dieses tolle Thema. Ich bin ein bisschen gescheitert, wie andere auch. Aber wir merken auch, dass es langsam kommt und gerade unsere Region NRW tut da relativ viel, auch von Landesseite. Und gerade hier in unserem Land und der Region, da wächst relativ viel. Und das gibt mir die Hoffnung, dass wir da schon bald auch ein Stückchen weiter sind. So, das ist so ein Tweet, den ich mal irgendwann aus lauter Freude abgesetzt habe. Ja, dann sind wir, ich habe sogar die Hand mitkopiert. Ja, dieser Moment, als das erste Mal ein Kollege auf mich zugekommen ist und sagt, hier, das sind das nicht schöne Daten für dein Datenportal? Das war der Moment, als ich gesagt habe, jo, das ist der Kulturwandel in Mörs. Der hat so langsam funktioniert und mittlerweile ist es eigentlich auch kein Problem mehr, an Daten bei uns zu kommen. Die Frage ist immer noch, was bringt der ganze Quatsch? Ne, warum machen wir das? Das ist ja kein Selbstbeschäftigungstool für mich oder meine Kolleginnen und Kollegen auch in den anderen Städten,
sondern es soll ja irgendwie was mit den Daten noch passieren, das wäre zumindest der Idealfall. Und das Problem ist einfach, wir reden hier über Datenformate in aller Regel, zumindest nehmen wir mal die ersten beiden, JSON und XML, mit denen kann kein normaler Mensch was anfangen. Da brauchen wir schon Leute, die programmieren können. So, oder auch hinter den ZIPs, da stecken irgendwie gezippte GeoJSON-Dateien und ich weiß nicht was alles. Also das ist jetzt nichts für mich auch. Ne? Ich kann auch nicht so richtig programmieren. Also man braucht irgendwie, ja, ich nenne es immer so virtuelle Spielplatzpartner. Also Leute, die sich um was kümmern, um das Gemeingut Daten an der Stelle, die also in der Lage sind, mit den Dingen etwas zu tun. Das könnten Firmen sein, das war die Ursprungsidee, deswegen haben viele Städte auch Open Data gemacht, damit die Wirtschaft angefuchst wird, was eigentlich überhaupt nicht richtig funktioniert hat bisher. Es kann aber auch die Community sein, auf das Thema komme ich gleich zu sprechen, oder es können Bildungseinrichtungen oder andere sein. So, weil das so ist, haben wir eins gemacht, was viele Städte in Deutschland bisher noch gar nicht gemacht haben, die aus welchen Gründen auch immer da zurückscheuen. Wir haben am Anfang versucht, den Kontakt mit der Community aufzubauen. Erstmal überhaupt zu identifizieren, gibt es in Mörs überhaupt Leute, die programmieren können? Ja, wahrscheinlich schon. Aber kommen die auch zu uns und gucken sich mal das Datenportal an? Und deswegen haben wir schon relativ zeitnah nach der Eröffnung unseres Datenportals den ersten Hackday in Mörs veranstaltet. Also wir haben in unseren Ratssaal, also in das Zentrum der Demokratie, der Macht eingeladen, haben den geöffnet, haben Freifunk da reingestellt und, was am Anfang auch nicht funktioniert hat, aber immer besser dann später, und haben Coderinnen und Coder eingeladen, einmal zu Vorträgen, aber auch mit den Daten was zu machen. Und diese Erfahrung werden wir nicht missen wollen, weil das sozusagen der Auftakt war zu einer ganzen Reihe von Dingen, zu denen ich jetzt noch komme, wo sich Community gebildet hat, wo ganz spannende Projekte daraus entstanden sind, wo aber auch klar geworden ist über die Jahre, dass Kommunen, die einfach nur Daten veröffentlichen und den Kontakt zu Menschen, die mit den Daten was machen können, nicht suchen, die werden auch nichts kriegen. Ich glaube, das ist relativ klar in der Zwischenzeit. Ich kriege manchmal Anrufe, da sagen, Mensch, ihr habt da die Daten und ihr habt auch tolle Anwendungen und warum passiert denn bei uns nichts? Ja, weil es einfach nicht reicht, Daten zu veröffentlichen. Man muss auch ein gewisses Klima dafür schaffen, zumindest im Moment noch. Und das gilt, glaube ich, auch für die nächste Zeit noch, bis mal so richtig so die Bewegung insgesamt ins Rollen kommt. Deswegen haben wir nicht nur die Hackdays veranstaltet, sondern wir haben auf dem zweiten Hackday, oder so auf dem ersten, glaube ich, Code von Niederrhein gegründet. Also ein Zusammenschluss, ein lockerer Zusammenschluss von Coderinnen und Codern. Leider überwiegend Coder und weniger Coderinnen. Von Interessierten, die gesagt haben, uns interessiert das Thema Open Data und wir wollen was damit machen. Und wir finden auch gut, dass eine Stadt sich öffnet, dass ich zum Beispiel immer bei den Treffen war und einfach versucht habe, in den Austausch zu kommen, auch über die Daten, die man haben möchte, was ja auch immer ein Punkt ist. Auch Duisburg hat einen Button oben, da kann man Daten anfragen. Das hat in Mörs noch nie einer gemacht, außer auf Hackdays oder bei diesen Treffen. Über ein Formular, ich weiß nicht, einmal vielleicht, wenn überhaupt. Ja, aber hier hat sich eine Gruppe gegründet, die heute auch noch existiert und immer kräftiger wird. Der Lead oder die Lead, muss man ja sagen, die Nastja sitzt hier vorne. Hallo Nastja, ja, winke, winke. Also die den Hut auf hat bei Code von Niederrhein, zusammen mit dem Lennart, der gleich auch noch da irgendwo auftaucht auf einer Folie. Also Leute, die sich regelmäßig treffen und sagen, so was können wir an spannenden Civic Tech oder Datenprojekten machen. Daraus sind in der Zwischenzeit nicht nur daraus, sondern aus ganz vielen Initiativen sind Anwendungen entstanden, unterschiedlichster Art. Manche sind auch schon wieder weg. Das ist eben auch das Thema der Nachhaltigkeit von Open Data Anwendungen. Aber Politik bei uns als bestes Beispiel vielleicht ist ein Ratsinformationssystem, ein offenes Ratsinformationssystem, was mittlerweile auch wirklich super läuft, in das auch unsere Daten einfließen. Es gibt Visualisierungsmöglichkeiten, es gibt noch ein paar andere Sachen, auf die ich gleich noch zurückkomme. Also es wächst was, langsam, aber kontinuierlich und man sieht auch, dass die Expertise vor Ort wächst. Ein Beispiel ist die App Mein Mörs, die der mittlerweile weltberühmte Lennart Fischer entwickelt hat, der inzwischen von Apple eingeladen worden ist zur weltweiten Entwicklerkonferenz. Also wirklich ein super, super Erfolg, unter anderem mit der Anwendung, die er hier
als 15-Jähriger entwickelt hat, die Daten abgreift, einmal aus unserem Datenportal, die visualisiert, die aber auch Daten abgreift aus dem AFA-Kalender unserer städtischen Tochter Annie, die Daten abgreift aus einem Tankstellensystem, also guckt, wie sind gerade die aktuellen Benzinpreise, die also ganz viele verschiedene Sachen MERS-bezogen in einer App bündelt für iOS und Android, glaube ich mittlerweile auch. Ne? Und da sieht man mal, dass ein 15-jähriger Schüler mit Daten, die wir zur Verfügung stellen, einfach auch coole Sachen machen kann. Und sowas ist einfach bahnbrechend, finde ich. Nicht nur für den Schüler, der seine Kompetenzen immer weiterentwickelt hat, sondern auch für die Mörserinnen und Mörser, die jetzt eine coole Applikation haben. Man sieht aber auch an so einem Beispiel, das ist eine Wartezeitenvisualisierung aus unserem Bürgerservice. Die Daten geben wir auch raus. Also man kriegt die Information, wie lang ist die Wartezeit, welches ist das nächste Ticket und die Uhrzeit natürlich und den Tag. Und der Thomas Tursic aus Berlin ist hingegangen und hat die mal einfach visualisiert. Je größer der Kreis ist, desto länger ist die Wartezeit. Und da kann man, das geht natürlich runter, auch bis samstags noch, da kann man als Bürger und Bürgerin sehr gut erkennen auf einen Blick, wann ist es eigentlich eher voll in Mörs und wann ist es eher leer. Das heißt, wer freitags morgens, das sieht man jetzt hier nicht, zwischen 8 und 9 da ist, der wartet vielleicht 5 Minuten oder 3 Minuten. Ja, den Rest kann man sich denken, also montags mittags zwischen 12 und 13 Uhr, da wartet man unter anderem dann 1,5 Stunden. So, und das ist einfach eine coole Applikation, die auch bürgerfreundlich ist und die einfach ohne offene Daten nicht entstanden wäre. Dann habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht, um mal zu zeigen, so die Power, die hinter Open Data eigentlich steckt, wie schnell da was passieren kann. Ich hatte vor einem der letzten Hackdays hat mich ein Kollege aus der Verkehrsabteilung bei uns angesprochen und gesagt, Mensch, ich habe hier unglaublich Tabellen mit Knöllchendaten. Also wo ist welches Knöllchen geschrieben worden? Auch für Blitzerstatistiken genau dasselbe. Tierisch große Datensätze, weil wir relativ viel Knöllchen schreiben glücklicherweise. Und ich würde gerne eine Karte haben, auf der ich sehen kann, wo die Knöllchen geschrieben worden sind. Diese Excel-Tabelle ist ja schön und gut, aber ich hätte gerne mal so einen Überblick. Da können deine komischen Nerds bei dem Hackday nicht da mal basteln. Ich sage, okay, ich starte mal den Versuch. Wir haben die Daten dann gekriegt. Wir haben dann am 10. März 2016, nachmittags irgendwann mal, haben wir den Tweet abgesetzt. Leute, ihr habt das schon mal für den Hackday, ihr habt da einen Datensatz, ist doch bestimmt spannend. So, am 10. März am Abend meldet sich ein Datenjournalist des Spiegels, der die Daten einfach mal genommen hat und geokodiert hat. Der hat also aus den Straßenangaben hat er Geocodes gemacht, also zwei neue Spalten für Longitude und Latitude eingefügt. Also hier könnt ihr euch runterladen, dann habt ihr schon mal, könnt ihr was mitmachen. So, dann ist ein Entwickler von Open Data Zürich, der da gerade sein Praktikum gemacht hat, ist hingegangen und sagt, jo, ich baue mal eine API. So, und zwar, damit am Ende GeoJSON rauskommt. So, dann hatte er uns einen entsprechenden Eintrag auf GitHub gemacht. Da konnte man sehen, wie ich das jetzt anstellen soll. Das heißt, ich habe mit bestimmten URL-Parametern konnte ich die Daten abrufen und sozusagen im Hintergrund GeoJSON erzeugen. Dann hatte ich GeoJSON und dann ist es ein relativ einfaches, sozusagen eine Heatmap aufzubauen und die Karten zu visualisieren. Das dann wieder jemand anders gemacht hat. Man sieht runter bis auf die Straße, wo ich wohne in Mörs, dass ich unbescholten bin scheinbar. Aber drumherum ein bisschen was passiert. So, und der Kollege hat das quasi, der Tweet kam am 11. März, also innerhalb von einem Tag hatte die Community, und zwar europaweit, mit einem ganz banalen Datensatz der Stadt Mörs, eine Anwendung gebaut, eine Visualisierung gebaut, die der Kollege eigentlich erst 10 Tage später beim Hackday haben wollte. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, das ist doch einfach genial, wenn man die Kreativität der Community und die Fähigkeiten der Community nutzen kann, indem man einfach mal über seinen Schatten springt und als Kommune seine Daten bereitstellt. So, was auch noch passiert mit den Daten, das sieht man hier an dem Beispiel, das es auch für Duisburg gibt, vorher sogar schon, weil die WAZ das irgendwie gekauft hatte, glaube ich. Also die WAZ hat dann nochmal uns zuliebe unsere Daten genommen und hat so einen zugezogenen Atlas gebaut, also mit einer ganz einfachen Statistik, wo die Menschen aus Mörs geboren sind. Einfach mal geguckt,
Ja, man kann halt also hier seinen Wohnort suchen, ob der in Syrien ist oder in Berlin oder in England. Und dann kriegt man auch die Anzeige, wie viele Mörser aus dieser Stadt jeweils kommen. Ganz einfaches Beispiel, aber die Mörserinnen und Mörser fanden das ganz witzig. So, was wir auch gemacht haben, wir sind mit Open Data in Schulen gegangen. Über mehrere Jahre mit Studenten der Hochschule Rhein-Waal habe ich Projekte gemacht an Schulen. Das heißt, die Studenten hatten die Aufgabe, Anwendungen zu bauen, kleine, schmale Anwendungen, meistens Visualisierung oder ein bisschen was Interaktives, in Absprache mit einem Lehrer, der gesagt hat, so laut Lehrplan wäre jetzt das oder das dann. Wir gucken mal, welche Daten dazu im Datenportal vorhanden sind. Dann haben wir was gebaut und dann den Unterricht damit gestaltet. Und wir haben es hinterher ausgewertet und siehe da, die Schülerinnen und Schüler hatten natürlich wesentlich mehr Bock, Energiedaten zu ihrer eigenen Schule auszuwerten über so eine interaktive Anwendung oder den Haushalt der Stadt Mörs sich anzugucken über eine Visualisierung, als jetzt mit irgendwelchen Wikipedia-Auszügen, Schulheften, veralteten Schulbüchern oder sonstigen Ausdrucken. Das hat uns gezeigt, wie viel Potenzial auch für Bildungsarbeit in offenen Daten steckt. Dann haben wir sehr früh angefangen, auch diesen Faden noch weiter zu spinnen. Wir haben also Jugendhakt eingeladen nach Mörs. Die werden dieses Jahr auch wieder kommen, nächstes Jahr auch wieder kommen. Ein ganz niederschwelliges Angebot für Schülerinnen und Schüler ab 10, 12 Jahren, die in Robotik eingeführt, in Programmierung eingeführt werden und in so ein bisschen Bastelei, Löten und kleine Roboter bauen, solche Sachen, um einfach auch die Zielgruppe noch mal so ein bisschen wegzukriegen von der reinen Daddelei über WhatsApp und schlimmere Sachen. Ja, hier haben wir die Nastja noch mal auf dem Bild und den Lennart, den Entwickler der App, die ich hier meinen Mörs, die ich gerade gezeigt habe, und eine Redakteurin vom WDR, weil die so, als sie gehört haben, dass wir einen Hackerspace machen in Mörs, waren die sofort auf der Matte. Medial ist das super angekommen und mittlerweile boomt der Hackerspace, so kann ich das glaube ich sagen. Also es ist wirklich eine gute Community entstanden, die ein bisschen weit weggegangen ist von Open Data und von Programmierung und hin zu LoRaWAN und anderen Basteleien und 3D-Druck, aber völlig unproblematisch. Und wir haben mit diesem vom Bund geförderten Projekt es schon geschafft, glaube ich, das können die hier Anwesenden, die schon mal häufiger da waren, auch glaube ich bestätigen, dass wir hier echt einen Nukleus geschaffen haben für eine weitere super Zusammenarbeit mit der Community und der Stadtverwaltung. Wir machen uns fit mit bestimmten Workshops und wir gehen Projekte an gemeinsam und das ist relativ ungewöhnlich. Und da komme ich auch wieder zum Bereich Open Innovation. Ein Bereich, den haben Sie heute schon hier gehabt, das Thema LoRaWAN. Also so sah Mörs auf der entsprechenden Karte vor einem Jahr oder vom Dreivierteljahr noch nicht aus. Da war das eher ein weißer Fleck, würde ich mal eher behaupten. Oder ein verwegener Jan hier aus der Region hat vielleicht mal so ein Gateway gehabt, keine Ahnung. Aber mittlerweile haben wir eine ziemlich umfassende Abdeckung und zwar entstanden in einer Kooperation zwischen der Community. Da haben wir auch Know-how transferiert, auch eingekauft aus der Community heraus selbst, haben unsere Leute fit gemacht und zwar nicht nur die Community in Mörs, sondern auch unser zentrales Gebäudemanagement, unsere IT-Abteilung, die ja heute auch hier vertreten ist, und die städtische Tochter Eni, die sozusagen unser Energiedienstleister, die auch von der Seite mit an dem Thema interessiert sind. Und da haben wir wenig Geld in die Hand genommen und relativ viel erreicht. Und das finde ich einfach eine super Sache, dass wir als Kommune uns so öffnen können und so gut, glaube ich, auch mit der Community zusammenarbeiten können. So, zum Abschluss, dann nochmal, komme ich nochmal zurück auf das erste Bild. Darüber hat sich Tim Iswort als künstlerischer Leiter sich auch sehr gefreut und ich, der nebenbei auch noch ein bisschen Geschäftsführer bin bei der Mörs Kultur GmbH. Der Lennart, der die Mein Mörs App gebaut hat, hat dann eben auch seine Kompetenzen reingesteckt, auch für die Open Knowledge Foundation und für Code for Niederrhein und hat dann ehrenamtlich für das Mörs Festival, das eh ständig unterfinanziert ist, leider Gottes, eine App gebaut, die der totale Renner geworden ist auf dem Festival und jedes Programmheft mittlerweile ersetzt, mittlerweile mit LoRaWAN unterstütztes Tracking unserer Piano-Mobile, die durch die ganze Stadt fahren. Also auch da gibt es Synergien und Zusammenarbeiten, die fantastisch sind. Und solche Beispiele zeigen einfach, was aus so einem blöden Bereitstellen von Daten, die die Stadt sowieso schon hat, alles erwachsen kann. Und damit bin ich auch durch. Dankeschön.